Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und Hearthstone Heroes of Warcraft. Wir sind im Solo-Abenteuer von Rexxar unterwegs und müssen uns jetzt Jainas Vater Dalen Prachtmeer stellen. Rexxar gegen Dalen! Kommt nur, ihr Barbaren! Ihr werdet für eure Taten in Sturmwind und Lordaeron büßen! Das waren andere Zeiten. Die Horde hat sich geändert. Aber manches kann man nicht ungeschehen machen. Das war noch Zeiten, wo Thrall der Kriegshäuptling war. Die gute alte Zeit. Oh, er hat eine Waffe. Feindlichen Diener. Das war's. Aber zufällig. Ein zufälligen Diener ist doof. Ich hätte lieber Micha gehabt. Okay, mach mir ruhig zwei Schaden und überlade deine Mana-Kristalle, das stört mich nicht. So, ich brauche ein Geheimnis damit. Rexxar, ihr sollt wissen, dass ich nichts damit zu tun hatte. Natürlich nicht. Aber ihr wisst, was wir tun müssen. Ja, tut, was ihr tun müsst. Tötet meinen Vater. Nein. Das ist ärgerlich. Ich dachte, ich könnte jetzt schön damit machen. Wir müssen dem Admiral ein Ende machen. Erst dann wird die Horde sicher sein. So, auf nächste Runde kann er theoretisch. Ja, doch, kann er immer noch R2 überladenen, aber. Ich versuche ihn jetzt mal zu erinnern. Zielt auf ihre Schwachstelle! So, zwei zufällige Diener aus dem Deck. Das ist ja mies. Und da ist Blaine und er hat Ansturm. Ich könnte auch das Fass spielen und die Heldenfähigkeit. 5, aber eine Kreatur ist geiler. Aber ich könnte auch das machen und das. Verzagt nicht. Für die Ehre. Die Erdmutter ist nah. Wir folgen euch, Rexxar. Geht voran. Lukta Oga! Für die Horde! Für Durota! Vernichtet sie! Ihr seid der Champion der Horde. Ihr bestimmt über Sieg oder Niederlage. Okay, das sollte passen, denke ich. Nächste Runde kriegen wir wahrscheinlich tot. Vielleicht. Tschüss. Glatt 4, sehr gut. Monster, alle miteinander. Ich jage allein. Ihr habt uns gerettet, Rexxar. Das kann ich euch nie vergelten. Werdet ihr bei uns bleiben? Mein Platz ist in der Wildnis, bei den Tieren und den Elementen des Landes. Aber ich werde immer da sein, wenn ihr mich braucht, Bruder. Mit der Zeit sehnte sich mein Herz nach der Heimat. Als ich das dunkle Portal erneut öffnete, kehrte ich zurück. Als ich mein Volk endlich fand, war es wie befürchtet. Sie wurden von Ogern der Blutschläger und ihrem Anführer angegriffen. Einem riesigen Gran.
Um sie zu retten, musste ich alles anwenden, was ich gelernt hatte. So, die finale Schlacht von Rexha. Rexha gegen Gorgrom. Wer stört? Gucken, ob ich jetzt wieder mich habe. Ich bin Rexha, Held der Horde, Sohn der Mokhnatal. Ihr zu klein für Held. Tja, es kommt nicht auf die Größe drauf an. Fügt dem feindlichen Helden zu Beginn eures Zuges 4 Schaden zu. Das ist die Falle aus dem Bosskampf mit Misha. Nur ein bisschen schwächer. Und wieder gezogen. Mit einer solchen Kreatur kann man nicht reden. Kreatur um dich. Scheiße, eine Waffe, eine teure Waffe. Vier weniger wäre besser gewesen. Drei Schlangen immer, wenn er angreift, das ist natürlich auch nice. Kann ich mal irgendwas kriegen, womit ich was machen kann? Und den gleich kopieren wäre natürlich nice. Als würde man gegen einen Berg kämpfen. Das war's. Scheibenkleister, der Effekt hat nicht getriggert, weil er nicht beim Angriff zerstört wurde, sondern durch einen Karteneffekt. Das ist ja doof. Stoppt euch ruhig voll. Aber mit Glück passiert es dann mit dem hier. Davon noch eine Kopie wäre natürlich auch nett. Berge gehören Blutschläger. Sehr schön. Das war mal erfreulich. Euer Blut schwach. Ihr riecht wie Oger, aber klein wie Ork. Ich bin vieles. Das ist leider kein Wildtier. Ich mach 3 Schaden, ich mach 6 Schaden, ich mach 7 Schaden. Ha, ist das ärgerlich. Und damit ich weiß, wie ich mache. Ich jage allein. Kann ich nicht tun. Ach so, der kann ich angreifen. Nein. Hätte ich das gewusst, hätte ich was anderes gemacht. Hat er jetzt 2 davon, wie nervig. Hätte doch dieses Geheimnis spielen sollen. Warte mal, ich mache erstmal so. Die Frage ist, ob ich den einfach sterben lasse. Ich glaube, ich versuche es. Aber scheinbar, jetzt habe ich keine Kreatur mehr. Ich jage allein. Ich gehe mal auf Nummer sicher und töte den einen wenigstens noch. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Ach, Scheibenkleister, ich habe die Falle nicht gespielt. Wie dumm war das denn? Eigentlich das da machen wollen. Hm.
was habe ich bekommen? Ich mag keine Fallen. Scheiße. Oh, wie gemein. Angreifen kann ich nicht. Eines Dieners in eurem Deck. Mist, nichts, um mich irgendwie zu retten. So, mal kurz gucken. 2 Schaden, 5 Schaden. Ach, das noch. Wenn er halt angegriffen wird. Dann sollte er ja eigentlich beim Angreifen schon sterben. Yes, okay. Mach das noch. Das ist das Doofe an Warcraft, an Hearthstone, dass die Phasen nicht nacheinander sind. Kein Problem für großen Gorgon. So, gleich nochmal. So, jetzt klappt's aber. Damit ist Rexas Buch der Helden abgeschlossen. Und eine weitere Kartenpackung als Belohnung. Nach dem Fall des Riesen endete mein Exil. Mein Volk hieß mich willkommen. Alle. Außer meinem Vater. Aber ich gebe ihm Zeit. Über die Jahre habe ich gelernt, dass nichts wichtiger ist als die Reise, die wir alle im Herzen durchleben. Solange wir wild und frei sind, werden wir unseren Weg finden. Gut, dann wollen wir uns nochmal die Packs noch angucken. Und ich glaube... ich hole auch noch was Neues. Von der aktuellen Erweiterung nochmal 5 dazu. Na toll, eine gewöhnliche goldene Karte. Die wird gleich entzaubert. 10 Mana verleiht einen Diener auf eurer Hand, in eurem Deck und auf eurer Seite des Schlachtfelds +4/+4. Das ist ja heftig. Und das ist nur eine epische Karte. Übernehmt die Kontrolle über einen zufälligen feindlichen Diener mit maximal 2 Angriff. Spott, 2/4 mit Zauberschub. Selten.
Tja, aber die meisten haben wir alle schon mindestens zweimal. So, das neue Pack. Jäger, fügt einem Diener 3 Schaden zu, trifft auch den feindlichen Helden, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Fügt einem Diener 4 Schaden zu, entdeckt einen Zauber. Zieht ein Wildtier. Kennen wir. Beschwört einen zufälligen dämonischen Begleiter, Jäger und Dämonjäger. Okay, ich hätte jetzt fast gedacht, das sind nur Jägerkarten. Aber inzwischen haben wir ja die Combo-Cards. Sind mehr als zweimal da gewesen. Von 9 Booster, also von 45 Karten. So, noch alle markieren, damit ich nicht hier diese doofen Zahlen die ganze Zeit stehen habe. Lol, den hatte ich doch schon 1000 Mal. Ja, das Spiel ist manchmal immer noch buggy. Na gut, dann sind wir erstmal wieder durch mit dem Solo-Abenteuer. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten oder übernächsten Woche, wenn es weitergeht. Dann bis dahin, tschüss!